Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Okanoxon und das ist die, sagen wir mal, offiziell erste Folge, wo ich etwas vorlesen werde für die Black Screen Readings, also die Vorlesungen, die ich halten werde. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Ja, und ich denke, wir starten einfach einmal. Der Roman oder beziehungsweise die Geschichte, die ich euch heute vorlese, trägt den Titel Dunkelheit, ein Ruf nach Liebe. Kapitel 1: Die lange Nacht. Tropf, Tropf, Tropf. Diese asynchronen, unregelmäßigen Klänge, die vom Dach über mir stammen, sind so durchdringend, dass sie das Einzige sind, was meine Ohren im Moment aufnehmen. Und das, obwohl der Taxifahrer vor mir schon seit Beginn der Fahrt zum Flughafen als voller Kehle singt. Herr Dalton, können Sie mich hören? Ich bin Dr. Halfway, Sie sind hier im... Herr Dalton, bleiben Sie hier, nicht wieder... Herr... Ich denke, ich bin in einer Zeitschleife gefangen. Immer dieses Herr Dalton. Dürfte ich bitte aufwachen? Ich muss schließlich nach Schottland. Ich bin David Dalton, Nummer 3 auf der Liste der am meisten verkauften Tonträger aller Zeiten, hinter den Beatles und ABBA. Und ich werde den Dudelsack studieren, bis ich alles über ihn weiß. Schließlich wage ich es, meine Augen zu öffnen, nur um sie vor Schreck wieder sofort zu schließen. Keine Zeitschleife. Und dem Geruch nach zu urteilen, weder Himmel noch Hölle. Ich sehe weiße Kittel mit Menschen darin. Oder ist es andersherum? Meine Beine sind gewachsen, in die Breite, und weißen sie auch noch. Bemerkte die Ironie, den Sarkasmus? Ich weiß zwar nicht, wo ich bin, aber dass ich mich in einem Krankenhaus befinde, steht fest. Etwas später höre ich eine mir wohlbekannte, angenehme Stimme. Ich öffne langsam meine Augen und blicke nach rechts. Die ungepflegten, kurzen Stoppeln, die ich sehe, machen mir Mut und erschrecken mich. Denn als ich sie zuletzt gesehen habe, sagten mir die Lippen in ihrer Mitte, fast wie eine Prophezeiung, sie wären für mich da, wenn es mir schlecht ginge. Art, was ist geschehen? Wo bin ich? Frage ich, mit ungewöhnlich schwacher Stimme. Die eben gehörte, in letzter Zeit viel zu selten vernommene Stimme antwortet: Dein Taxi wurde vor 8 Wochen von einem SUV überrollt, der euch die Vorfahrt genommen hat. Du bist dort, wo du nie hin wolltest. Im St. John's Privatkrankenhaus, vervollständige ich Arts Satz. Ja, genau, bestätigt er. Danke, dass du keine Blumen mitgebracht hast, sage ich. Dein Boss hat welche geschickt, doch diesen vor 2 Wochen verblüht, antwortet er. Ich blicke mich weiter um und frage: Wo ist Melina? Die hat einen neuen, sagt er. Ach so, und du, frage ich. Art meint: Ich habe jetzt wieder ein kleines Tonstudio für Nachwuchstalente. Läuft mehr schlecht als recht. Vielleicht schaust du ja mal vorbei, so wie damals. Schön, dass Sie wachsen, Herr Dalton, sagt eine andere Stimme. Sie sollten Ihre Stimme noch nicht so anstrengen. Ihre Stimmbänder müssen sich erst wieder ans Sprechen gewöhnen. Vom Singen sollten Sie vorerst Abstand nehmen. Singen? Abstand nehmen? Und das in einem Atemzug bedeutet für mich das Ende der Welt. Wenn ich ehrlich sein soll, macht es mir richtig Angst. Ich hoffe, dass das nicht das Ende meiner Karriere bedeutet. Singen ist alles, was mir jetzt noch bleibt. Ich habe sehr viele Fans und Unmengen von Followern auf Twitter und Facebook. Aber abgesehen von Art, keine Freunde, denen ich mein Leben anvertrauen würde.
Obwohl ich alles habe, habe ich nichts. So ein Mist aber auch. Kaum bin ich angeschlagen, werde ich philosophisch. Mein Herz wird schwer und mir kommen die Tränen. Sonst bin ich nicht so. Sonst bin ich stark. Ich bin David Dalton, der Degen der Musik. Doch jetzt bin ich ein Häufchen Elend, ein Krüppel, der letzte Dreck. Hätte ich doch auf meinen Chauffeur gewartet, dann würde ich jetzt an einem netten Tisch hinsitzen und heißen Tee mit Scotch schlürfen. Stattdessen liege ich hier als Krüppel ans Bett gefesselt. Eine vertraute Stimme holt mich aus meinen düsteren Gedanken. Ich gehe dann mal. Hat sich für heute Nachmittag noch jemand für ein Vorsingen angemeldet? Meint Art. Wann kommst du wieder? Frage ich mit schwacher Stimme. Mal sehen. Heute ist Donnerstag. Vielleicht schon am Samstag, aber am Sonntag garantiert, antwortet Art und meint noch im Gehen, denk nicht zu viel bis dann. Guten Tag, Herr Dalton. Wenn es recht ist, würde ich gern mit Ihnen die nächsten Schritte Ihrer Behandlung besprechen. Spricht mich der Herr, der sich mir früher einmal als Dr. Halfway vorgestellt hat, an. Wenn es denn sein muss, antworte ich. Es dauert zwar noch ein Weilchen, bis es soweit ist, aber ich wollte mit Ihnen die Rehabilitationsmöglichkeiten besprechen, die Sie haben. Wir haben hier zwar eine kleine Reha-Abteilung, aber die ist im Moment am Rande unserer Kapazität. Deswegen schlage ich vor, Sie an die A. Hopkins Reha-Klinik zu überweisen, sobald Ihr Körper wieder einigermaßen geheilt ist. Diese Klinik ist zwar noch sehr neu, hat aber einen guten Ruf und liegt in der Nähe Ihres Zuhauses, was die Nachbetreuung um einiges erleichtern würde, klärt er mich auf. So, das war jetzt das kurze erste Kapitel, das ich euch vorgelesen habe. Je nachdem sind in Zukunft die Kapitel auch ein bisschen länger. Die Personen, die dort darin vorgekommen sind, sind David Dalton, der in der letzten Folge erwähnte berühmte Sänger. Sein etwas älterer Freund, das älter wie er selbst, sein Freund und ehemaliger Verleger, der den Namen, den er mit Art anredet, oder eben Arthur June heißt er. Von ihm werden wir später in einer späteren Folge noch mehr erfahren. Melina, wie ihr vielleicht bereits geahnt habt, ist die mittlerweile Ex-Freundin von David Dalton. Über sie werden wir auch in einer der späteren Folgen noch etwas mehr erfahren. Die Geschichte spielt in den Vereinigten Staaten von Amerika, also in den USA. Wie ihr vielleicht den einzelnen Namen entnehmen konntet, wie zum Beispiel Dr. Halfway, den Arzt, der die Betreuung und die Behandlung bisher von David Dalton übernommen hat. Ja, und ich hoffe, diese Folgen haben euch gefallen. Es ist so ein Pilotprojekt, wie gesagt. Und wenn ihr mir Vorschläge habt, was ich besser machen könnte, wäre ich froh, wenn ihr mir die in die Kommentare schreiben würdet. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Okanoxon.